Seit dem Aufmarsch von rund 100.000 russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze ist das Verhältnis zwischen dem Westen und der Regierung in Moskau so angespannt wie lange nicht. Seit Tagen werden Gespräche auf allen Ebenen geführt, um eine Lösung im Ukraine-Konflikt zu finden. Doch die Fronten bleiben verhärtet. Die USA haben der Ukraine nun noch einmal ihre Unterstützung zugesagt. Außenminister Blinken war dafür heute nach Kiew gereist und traf unter anderem den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Blinken betonte dabei, dass Grundrecht der Ukraine, als souveräne, unabhängige Nation zu existieren, stehe vor einer noch nie dagewesenen Herausforderung. Sein Besuch, ein Zeichen der Unterstützung für die Ukraine. US-Außenminister Blinken in Kiew. Die ukrainische Hauptstadt sei derzeit das beliebteste Reiseziel, witzelt er bei Präsident Zelensky. Doch die Situation ist sehr ernst angesichts der russischen Truppen unweit der Grenze mit der Ukraine. Wir wissen, dass es Pläne gibt, diese Truppen kurzfristig noch weiter zu erhöhen. Das gibt Präsident Putin die Möglichkeit, ebenfalls kurzfristig sehr aggressiv zu handeln. Auch jetzt rollen weiter Züge mit Militärtechnik, auch hier im benachbarten Belarus. Russland und Belarus bereiten gemeinsame Übungen vor, nahe der ukrainischen Grenze. Gleichzeitig diplomatischer Druck aus Moskau. Vize-Außenminister Ryabkov sagt, der Westen picke sich aus Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien das heraus, was ihm passe, und habe immer noch nicht schriftlich darauf geantwortet. Die Frage ist dringend und wir sind nicht bereit, ohne Ende zu warten. Russland fordert im Prinzip einen Rückzug der NATO aus Osteuropa. Gemeinsame Übungen mit der Ukraine, ob zu Land oder zu Wasser, würden dann der Vergangenheit angehören. Die Ukraine selbst will sich aber von Russland abgrenzen und ist auf Kurs Richtung Westen, auch mit Unterstützung der USA. Die stellen der Ukraine jetzt weitere 200 Millionen Dollar zur Verfügung, zur Landesverteidigung. Blinken sagte heute, weitere Militärhilfe stünde bereit, wenn Russland wirklich in die Ukraine einmarschiere. Nachgefragt bei meinem Kollegen Ulrich Ueckerseifer in Washington. Blinken droht Russland also mit massiven Konsequenzen, sollte Russland die Ukraine angreifen. Sind das denn jetzt nur die üblichen Drohgebärden unter Diplomaten oder wie besorgt sind die USA? Ja, die USA sind offensichtlich sehr besorgt und das hat mit den Bildern zu tun, die wir gerade gesehen haben, vor allem nämlich, dass russische Truppen jetzt eben auch in Belarus stehen, dem nördlichen Nachbarland der Ukraine. Und das bedeutet, dass die Ukraine einen großen Teil ihres Staatsgebietes im Grunde von russischen Truppen umrundet ist. Und wir haben diesen Aufmarsch in den vergangenen Wochen gesehen an der direkten Grenze zwischen der Ukraine und Russland. Und da sind die Truppen mittlerweile einsatzbereit. Und hier in den USA sagt man, bis die in Weißrussland, also in Belarus, auch einsatzbereit sind, das dauert nicht mehr lange. Das dauert vielleicht 2 Wochen und dann sind die startklar. Und man redet hier auch nicht mehr von den 100.000 Mann, sondern geht davon aus, dass diese Truppen kurzfristig auf 200.000 Mann anwachsen könnten. Und dann wäre im Grunde die Ukraine auf dieser riesigen Breite von vielen hundert Kilometern Grenze gar nicht mehr wirklich zu verteidigen. Das ist die ganz konkrete Besorgnis, dass sich Russland militärisch in eine immer stärkere Position bringt. Also eine sehr ernste Situation für die Ukraine. Nun haben ja die USA zugesagt, dass sie die Ukraine mit Waffen unterstützen wollen. Was bringt das der Ukraine tatsächlich? Das hat vor allem dann was gebracht, wenn die Waffen bereits da sind. Diese Waffenlieferungen laufen seit Jahren. Es gibt eine massive Militärhilfe von Seiten der USA für die Ukraine. Auch das haben wir gerade gehört. Jetzt ist noch mal eine weitere Zusage da für Militärmaterial im Wert von 200 Millionen Dollar. Das kann im Grunde nur mehr von Gleichen sein. Denn grundsätzlich ist die ukrainische Armee der russischen völlig unterlegen, insbesondere weil viele Bereiche mittlerweile veraltet sind. Das gilt für die Luftverteidigung, das gilt auch für den Funkverkehr. Und da wird es gefährlich sozusagen. Also wenn die Kommunikation innerhalb einer Armee leicht zu stören ist und die Soldaten nicht mehr wirklich miteinander reden können, dann sind sie nicht mehr wirklich einsatzfähig. Das ist die große Sorge hier in den USA und sicherlich auch in der Ukraine. Und das ist der eine Bereich. Da kann man kurzfristig begrenzt was machen. Was man sicherlich machen kann, ist Panzerabwehrwaffen zu liefern, so wie es Großbritannien ja auch bereits verkündet hat in dieser Woche. Einfach um einen gewissen Ausgleich zu schaffen zwischen der ukrainischen Armee und der russischen Armee. Denn so eine Panzerabwehrwaffe zu bedienen, das ist keine Sache, die lernt man in 2 Tagen. Aber da braucht man auch kein Studium für. Das heißt, das wäre kurzfristig innerhalb von 1 oder 2 Wochen machbar.
Morgen geht es nun weiter für Blinken nach Berlin. Dort wird er dann Bundesaußenministerin Baerbock treffen. Sprechen beide Länder in dem Konflikt da mit einer Stimme? Also da habe ich persönlich den Eindruck, dass es langsam mehr zu einer Stimme wird. Man muss offen sagen, gerade auch von Seiten der Opposition, der Republikaner, wird Deutschland ganz klar als ein relativ unsicherer Verbündeter gesehen. Man sagt hier, hey, Deutschland ist abhängig von den russischen Gaslieferungen. Deutschland will seine guten Geschäfte weitermachen. Deutschland steht nicht wirklich zu uns. Das ist die Kritikseite. Das sagt die Regierung natürlich ganz anders. Aber ich kann mir vorstellen, dass da durchaus Klartext geredet wird, um Deutschland dazu zu bringen, mehr in diese Richtung zu gehen, wie wir auch in den letzten Tagen gesehen haben. Also klar zu machen, hey, Deutschland akzeptiert hohe ökonomischen Verluste, um sozusagen zum Westen zu stehen. Und wenn Russland wirklich einmarschieren sollte, dann war es das auch mit Nord Stream 2. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da auch ein gewisser Druck auf Deutschland durch die amerikanische Regierung, den amerikanischen Außenminister ausgeübt wird. Mhm. Am Freitag dann in Genf das Treffen von Blinken mit dem russischen Außenminister Lavrov. Was kann Blinken da überhaupt direkt erreichen? Die Positionen, die liegen doch weit auseinander. Ja. Das tun sie. Und übrigens wird hier in den USA überhaupt nicht diskutiert, was eigentlich die russischen Interessen sind, wenn es darum geht, einen Sicherheitsabstand zur NATO zu haben. Das spielt eigentlich kaum eine Rolle. Was Blinken erreichen kann, ist sowas wie eine doppelte Augenhöhe. Einmal der russischen Seite klarzumachen, hey, wir akzeptieren euch als ernsthafter Verhandlungspartner. Das hatte die russische Seite jetzt über viele Jahre gestört, dass sie da nicht mehr sozusagen in der ersten Liga wirklich gefühlt spielen konnten. Und die andere Ebene der Augenhöhe ist eben die militärische Aufrüstung der Ukraine, damit die auf der militärischen Ebene auch auf eine Augenhöhe gegenüber Russland kommt. Das kann im Grunde nur das Ziel sein. Und wie schätzen Sie es ein? Was bringt der Besuch von Blinken in Genf tatsächlich, um die Lage zu deeskalieren? Ich glaube, ganz entscheidend ist dieses persönliche Gespräch. Wir haben gesehen in den vergangenen Wochen, es gab die Gespräche auf den etwas unteren Ebenen bei den Stellvertretern. Die haben nicht zu Erfolg geführt. Und ich glaube, die Hoffnung der amerikanischen Seite ist, da sitzen jetzt die beiden Außenminister, die reden mal persönlich miteinander, die reden Klartext, sagen, was willst du, was brauchen wir? Und kommen dann vielleicht zu einer Art Deal, zu einer Einigung. Und für den Fall, dass das auch nicht klappen sollte, möglicherweise sogar einen weiteren Schritt, das wären dann die beiden Präsidenten in der direkten Kommunikation. Aber vielleicht klappt es ja auch schon mit den Außenministern. Das ist sicherlich das, was es im Idealfall bringen kann. Danke nach Washington für diese Einschätzung, Ulrich Ueckerseifer.